Österreichische Veranstaltungen einen hohen Stellenwert im Ausland genießen. Graf Kalman Hunyadi war der erste Präsident bei der Gründung des Wiener Trabrennvereins. Und zu seinem Gedenken wird heuer schon zum 93. Mal das traditionellste internationale Trabrennen Europas ausgetragen. Es gibt wie immer ein Spitzenprogramm auch rundherum. Zu Beginn daher die Frage an Erich Weiß: Wie wirkt sich denn die grassierende Pferdegrippe auf das Teilnehmerfeld aus? Ja, die derzeit in Wien grassierende Pferdegrippewelle wirkt sich natürlich heute auf das Nennungsergebnis der meisten Rennen des Hunyadi-Renntages arg aus. Allerdings nicht auf das zweitbedeutendste Rennen des Tages, auf den Raiffeisen Cup. Hier haben ursprünglich 15 Pferde genannt und es musste ihnen einziges wegen Krankheit gestrichen werden. Ansonsten gibt es viele Ausfälle, auch im Hunyadi mussten 2 Pferde gestrichen werden. Allerdings haben diese beiden Ausfälle nichts mit der Grippewelle zu tun. Das ist die Startliste im Raiffeisen Cup, ein Rennen über 1740 Meter, Autostart. Also ein Rennen für die Kurzstreckenspezialisten. Viele internationale Teilnehmer aus den heimischen Ställen am Start. Das mag ein Widerspruch in sich selbst sein, ist es aber nicht, denn die internationale Klasse setzt sich natürlich aus Pferden zusammen, die aus aller Welt importiert werden, aber auch einige inländisch gezogene Teilnehmer sind hier am Start, sie allerdings in der Minderheit. Der Favorit ist eindeutig Pferd Nummer 7 aus dem Stall Gastels-Eder, The Works, der amerikanisch gezogene Hengst, bestens bekannt in den Supercup-Läufen, wo er sich zuletzt nur Bills Winchester geschlagen geben musste. Bills Winchester wird der einzige österreichische Vertreter dann im Hunyadi sein. Und dieser The Works mit Champion Dieter Marz genießt also das Vertrauen des Publikums in hohem Maßen. Sein Stallgefährte, Pferd Nummer 15, Duke Marvel mit Fritz Fischer, zählt auch zu den chancenreichen Außenseitern. Gute Chancen kann man noch zubilligen einem Gast aus Slowenien, Dancing Bostorg, Jan Jan, der Hengst aus Holland nach Slowenien gekauft. Aber ansonsten ist es ganz offen. Also alle Pferde, die sonst hier noch teilnehmen, dürfen sich gewisse Platzchancen durchaus noch ausrechnen. Vielleicht ist auch noch Rocky Wynn von den Pferden mit dabei, mit einer Chance, den Favoriten zu gefährden. Aber absoluter Favorit, keine Frage, das ist Dieter Marz auf Pferd Nummer 7 auf The Works. 9 Pferde in der ersten Startreihe. Das heißt, die restlichen 4 müssen das Handicap der zweiten Reihe in Kauf nehmen. Bei einem Kurzstreckenrennen, wie das in diesem Rennen der Fall ist, ist dieser Nachteil größer. Hunyadi ist ja ein Handicap, dort gibt es keinen Autostart, sondern Bänderstart. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf den Startvorgang im Raiffeisen Cup. Gleich wird das Auto beschleunigen. Prominenter Gastfahrer in diesem Rennen ist Jorma Kontio, der Finne, der Premier sitzt. Und das Pferd aus dem Stall Übleis, Premier mit Kontio, hat auch die Spitze nach dem Start übernommen. Premier führt vor Classic Jazz und dahinter fächern sich die Pferde in 4, 5 Spuren auf. Da wird um die Positionen nach dem Start heftig gekämpft, denn eine gute Position in solch einem großen Feld, in einem Kurzstreckenrennen, ist natürlich wichtig. Keine gute Position hat der Favorit bekommen. Dieter Marz liegt ziemlich weit hinten, ist jetzt auch noch durch die Galoppade eines Mitkonkurrenten ein bisschen irritiert worden. Also der Works wird da noch einiges aufholen müssen. In der Zwischenzeit hat außen nun Martel Gai aus der Steiermark, kommt dieses Pferd, gefahren von seinem Mitbesitzer Matthias Walcher aus der Ramsau, die Spitze übernommen und außen und Angriff vom zweiten Gastels-Eder-Pferd von Duke Marvel, gefahren vom Stallmanager Fritz Fischer. Duke Marvel führt also vor Martel Gai, dahinter kommt am Premier, daneben ist Larko Lohberg aufgerückt, während The Works immer noch weit im Hintergrund zu sehen ist. Angriff wahrscheinlich dann erst auf der Stallgeraden unternehmen wird. Aber sein Stallgefährte setzt sich vorne überraschend weit ab. Das ist die Nummer 15, der 4-jährig amerikanisch gezogene Hengst Duke Marvel, gefahren von Fritz Fischer. Und wenn es dabei bleibt, dann könnte er hier wirklich einen Überraschungserfolg landen. Zwar wird sein Hengst jetzt schon ein bisschen kürzer, aber der Vorsprung ist noch groß. Groß auf Martel Gai und dahinter kommt nun erst The Works an der dritten Position. Ob er mit seinem Angriff noch zurechtkommen wird, ist die Frage. Denn der Vorsprung seines Stallgefährten ist groß. Duke Marvel führt vor
Martel Guy, der kürzer wird und von The Works bereits angegriffen wird. Dahinter folgt dann Premier und dann Rocky Win. Aber so wie es jetzt aussieht, schaut ein Doppelerfolg für den Stall Gaslers Eder heraus. Aber der Falsche, wenn man das so sagen will, könnte gewinnen. Nämlich Duke Marvel. Wird die Verfolgungsjagd von Dieter Marz und The Works noch erfolgreich sein? Der Vorsprung von Duke Marvel schmilzt. Aber noch bleibt Fritz Fischer vorne. Nur noch diese beiden können gewinnen. Duke Marvel oder The Works. Und auf den letzten Metern holt The Works noch auf. Und es könnte sich sogar noch ausgekommen. Und Duke Marvel kommt ins Ziel. Ja, Dieter Marz hat am Schluss seinen The Works nicht mehr sehr stark unterstützt. Und da muss er sich auch jetzt Protestkundgebungen des Publikums gefallen lassen. Denn er hat auf den letzten 1500 Metern seine Bemühungen, seine Siegchance wahrzunehmen, eingestellt und hat seinen Stallgefährten gewinnen lassen. Protestkundgebungen deswegen, weil natürlich das Publikum in den Dreierwetten den Favoriten mit der Nummer 7 vorne hatte und hier natürlich um viel Geld umgefallen ist. Ja, das ist eben bei zwei Stallgefährten, wenn sie vorne weit weg sind, manchmal der Fall. Rein sportlich ist es sicherlich nicht in Ordnung gewesen, was hier Dieter Marz gemacht hat. Er hat im entscheidenden Moment seinen The Works nicht mehr hundertprozentig unterstützt. Halten wir also fest, Protestkundgebungen gegen den Doppelerfolg des Stalls Gaslers Eder, weil eben der Falsche aus dem Stall gewonnen hat. Duke Marvel mit Fritz Fischer, der sich vor The Works mit Dieter Marz ins Ziel retten konnte. Dritter wurde dann weit zurück Rocky Win. Also viel Aufregung bereits bei unserem ersten Einstieg. In Kürze dann kommen wir mit dem Höhepunkt des heutigen Jahres wieder.